Ratatatatata. So, wie gesagt, Experiment, oh Gott, zum Teufel mal. Experiment, ach, Scheiben schlagen schon wieder. Experiment unter zwei Rauschmitteln und die Kamera, scheiße, Licht ist, ich habe nichts Licht und, ich habe wieder Licht. Experiment unter zwei Rauschmitteln, Auto zu fahren. Moment, die Lüftung ist kaputt. Oh, genau, da war ja was. Anschnallen und sowas in der Richtung. Das ist gar nicht mal so einfach so. Mit einer Hand filmen, mit einer Hand. Ich leg mal kurz die Kamera beiseite. So ist man. Ach, Scheiße. Oh Gott, bin ich blöd, Alter. Menschenskind, das legt man so um. Aber wie gesagt, das Experiment nicht nachmachen. Ich lebe hier im tiefsten Ostfriesland. Und bei mir ums Haus herum entsteht gerade ein Neubaugebiet. Aus dem Grund werde ich jetzt auch sagen, Uhrzeit, 2, 3 Uhr nachts, nee, Quatsch, 2 Uhr, egal, auf jeden Fall ist tierisch, nee, egal, ist es nicht, 2 Uhr habe ich auf den Tacho geschaut. Wie viel Promille ich im Blut habe, weiß ich nicht. Ich werde erstmal das Kfz starten. Oh Gott, Akku ist auch schon wieder platt. Ja, gut. Wo, wie ich die hier so, so Licht an. Ach, du hörst hier gar nichts. Ich glaube, von der Fahrt werde ich viel draufkriegen. Ich meine, die Kamera ist schon relativ runter. Ihr bekommt wahrscheinlich nur noch Scheiße und Rotz mit. Ja, in diesem Zustand würde ich sagen, es ist draußen ungefähr auf plus 5 Grad Celsius gesunken. Alles aufreißen, Lüfter und den Dingsbums da, Scheiben aufmachen und jetzt mal versuchen, Auto zu fahren. Ja, Innenlicht wäre auch von Vorteil, wenn ich es ausmachen würde. Ist ja gar nichts. Na, wie so ran? Heckscheibenheizung! Heckscheibenheizung geht nicht mehr! Oh nö! Oh, toll, jetzt muss ich wieder. Manno! Witzig toll! Das ist ja ein Problem mit Auto, mit Autos, mit amerikanischem Migrationshintergrund. Dazu sage ich lieber gar nichts mehr. So, ich fahre jetzt mal rückwärts. Okay, das Gefühl ist sehr. Okay, ich sollte mal. Ich muss mal. Erstmal wie Innenlicht an. Ja, gut, zum ersten Mal in meinem Leben rückwärts gefahren. Zu diesem Kfz. Scheiße. Zu diesem Kfz. Es sind einige Dinge, also im Innenraum defekt. Keine Heizung oder beziehungsweise die Klimaanlage habe ich abgeklemmt. Im zweiten Gang geschaltet. Ich sehe echt verdammt wenig. Wie gesagt, was ich jetzt hier gerade tue, bitte macht das. Nee, es gibt keinen. Bitte macht diesen Scheiß überhaupt nicht. Auch wenn ich mich tierisch anstrenge, ich sehe gerade megamäßigen, ja, was heißt, der Tunnelblick auch nicht wirklich. Das heißt, wenn ich mal blinke, im ersten. Aua, im ersten Hochschalten. Wie gesagt, ich fahre gerade durch ein Neubaugebiet. Ich glaube, ich zeige euch mal das, was ich gerade sehe. Oh, fuck! Ich sehe nämlich gar nichts. Ah, gut, die Kamera bringt es überhaupt ganz beschissen rüber. Auf jeden Fall ganz kleines Löchlein in der Scheibe sehe ich gerade. Verstehe ich jetzt überhaupt, was ich gerade überhaupt mache, ist total Murks hoch 3. Gleichzeitig versuche ich euch zu zeigen, mit der Kamera zu arbeiten. Sehe in der Frontscheibe überhaupt ganz gar nicht, weil die Lüftung gar nicht funktioniert. Ich fahre gerade im ersten Gang mit 1000 Umdrehungen oder 1000, nee, ich würde sagen 999 um 950 Umdrehungen.
Also ich bin wie ich nur hier nur noch definitiv am Rumschleichen, gerade durch die Ortschaft. Ortschaft sag ich schon, Entschuldigung, im Neubaugebiet. Ich sehe hier gar nichts. So, ich schalte jetzt hoch, gebe jetzt langsam Gas, beschleunige auf 20 km/h hoch. Bin zum Gang und ach, das ist beschissen als zuvor. Ja, das heißt beschissen. Ich muss halt. Ich sehe gar nichts! So, Kreuzung, runterschalten im ersten. Jawohl. Ja, schön ist es natürlich nicht. Das ist quasi, als wenn ihr im tiefsten Sibirien gerade losfahrt. Morgens bei minus 35, 45 Grad Celsius. Die ganze Scheibe ist beschlagen. Ich sehe gerade einen ganz, ganz, ganz kleinen Winkel. Wow, ah, das ist die Straße. Wie gesagt, ich fahre jetzt gerade im zweiten Gang bei circa 15, 16 km/h. Also Füße von der Pedalerie losgelassen. Da muss ich kurz mal aufpassen, wieder abbremsen. Ich muss kurz Querstraße, Querverkehr. Blick nicht vergessen, das ist sowieso nichts. Wow, die haut wieder ab. Sehr schön. So, läuft. Toll, jetzt muss ich auch gleich wieder wenden. Ja, Leute, ich werde das Video erstmal deaktivieren. Ich glaube, die Kamera ist so schon tot. Ist noch nicht tot. Aber wie gesagt, ich will das Kfz jetzt zurück nach, auf meine Auffahrt bringen. Wie gesagt, mach das zu Hause nicht nach. Ach, ich werde da verflutet. Wie gesagt, in diesem Zustand, das war ein kleiner Test und ich muss sagen, ja, ich habe definitiv einen Tunnelblick. Wie gesagt, ich habe jetzt 0,5 Liter Faxe Bier. Diese schwarze Dose, die ihr bei der Tanke so kriegen könnt. Ich glaube, 10% hat das Zeug und 3-4 Drinks, also hier Wodka, Cola weggetüdelt. Wie gesagt, ich fahre hier auf ein abgesperrtes Baugebiet nachts um 2 Uhr und 5 Minuten. Fahre auch nur maximal im ersten, im zweiten, dritten Gang und auch nur langsam gucken, wo kommen dann rollen lassen. Weil mir ist bewusst, was ich gerade tue, ist definitiv Grauzone, völlig für den Arsch. Rauschmittel fahren, Leute, lasst es einfach sein, ist es für den Arsch. So, ich fahre jetzt mal zurück, dieses Kfz, und wir sehen uns die nächsten Tage wieder zu einem bekloppten anderen Video. Also, bis denn dann, see you later. Navigator und CO2 ist Leben.